herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video gibt es ein Unboxing zu dem Film Flight. Und ja, und für die Abonnenten gibt es am Ende des Videos noch eine kleine Info. Ja, der Film ist gestern am 20. Juni rausgekommen und der ist erst heute bei mir eingetroffen, aber gut. Ja, schauen wir erstmal hier das Cover an. Hier sehen wir Denzel Washington. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Text. Oscar-Nominierung, bester Hauptdarsteller. Und noch ein paar Zitate. Dann empfohlen von Intro und Studiokanal und FSK 12. Ja, dann haben wir hier die Seite. Flight, ja. Im Studiokanal und die Rückseite. Hier haben wir ein bisschen Text. Hier könnt ihr, wobei, nee, mache ich es nachher, weil ich glaube, der Punkt hier nervt. Und ja, ich glaube, ich mache das erstmal hier auf. Hier gibt es so ein Ding. Und das kann man nicht so ganz einfach entfernen. Ja. Ja, also so sieht das Cover aus. Und hier habt ihr nochmal den Text. Könnt ihr ja auf Pause drücken und dann den lesen. Hier oben ist natürlich auch noch ein Text. So. Könnt ihr auf Pause drücken, beides lesen. So, dann haben wir hier noch Informationen. Deutsch und Englisch. Und der Titel nur Deutsch. Laufzeit 139 Minuten. So, ein paar Extras wie das Making of. Fragen und Antworten. Anatomie eines Flugzeugabsturzes. Die Entstehung von Flight und ein Wendecover. Die Auflösung. Full HD natürlich und ist nur für Region B, die Blu-ray. Ja. So, dann wollen wir es mal aufmachen. Und ja, hier haben wir die Discs. Wendekaus hat sich dabei und erstmal haben wir Werbung dabei. So, brandheiße Film auf Blu-ray. Ja, hier haben wir halt Flight zum Beispiel. Ja. Das sind so unnötige Sachen. So, dann haben wir hier die Discs. Jo, die sieht so aus. Ganz einfach gehalten. Denzel Washington drauf, Flight, FSK 12 und 139 Minuten. Ja. Wendekau ist natürlich dabei, habe ich glaube schon mal gesagt. Und ja, den Film habe ich noch nicht gesehen und habe auch davon auch nur eigentlich Gutes gehört, sonst hätte ich ihn eigentlich gar nicht gekauft. Und ja, jetzt gibt es noch für, ein paar Informationen. Für die Abonnenten, ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, diese Woche zwei Videos statt eins. Das liegt daran, dass dafür nächste Woche kein Video kommen wird, da ich auf Klassenfahrt bin. Und ja, und der Testbericht zu dem iPhone 4 wird natürlich auch noch kommen, und zwar in der ersten Juliwoche. Und ja, also wie gesagt, nächste Woche kein Video, aber dafür diese Woche zwei gehabt. Und ja, das war's dann auch schon. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben könnt für dieses Video. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr mich abonnieren könntet. Das war's, bis zum nächsten Mal.